Hallo liebe Handballfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin aus der Reiferbahn Sporthalle Schwerin zur B-Jugend-Spitzenspiel des SV Grün-Weiß Schwerin gegen Fortuna Neubrandenburg. Beide sind punktgleich, aber momentan hat Fortuna Neubrandenburg das bessere Torverhältnis und stehen deshalb vor den Schwerinerinnen und das wollen sie natürlich heute ändern hier im Heimspiel und wir wollen sehen, ob ihnen das dann auch gelingt. So, und auf geht's. Grün-Weiß-Schwerin gegen Fortuna Neubrandenburg. Das Spitzenspiel in der Oberliga B-Jugend. Gut verstanden, gut verteidigt. Da stellt Schwerin das erste Mal. Und schlechter Pass, nicht über den vorderen Mann drüber. Wird abgehalten und jetzt Fortuna mit dem ersten Angriff. Und der erste gehaltene Ball von Sina Gürokalt. Im Positionsangriff hier die Möglichkeiten zu finden, kriegst man mit dem Abschluss. Nicht erfolgreich und jetzt geht's wieder los mit Fortuna Neubrandenburg. Traut sie sich nicht, die Lücke da zu nehmen. Aber auch Neubrandenburg findet da keine Lücke im Abwehrverbund. Und der Konter misslingt, der Ball ist abgefangen und jetzt die Chance hier zum 1:0. Und da ist das 1:0 für Fortuna Neubrandenburg. Jasmin Simoneit mit dem ersten Treffer in dieser Partie. Schwerin mit einem zweiten Kreisläufer. Und wieder der Fehlpass. Und ein erneuter Konter von der Brandenburg. Da läuft sie gut mit, aber sicher verwandelt von Anne Weyer. 0:2.
Schwerin hatte Schwierigkeiten mit dieser 5-1-Deckung. Immer wieder scheitern sie am vorderen Mann. Und Jennifer Kriegsmann erneut von außen scheitert sie und hat sogar schon die Möglichkeit, nach 4 Minuten eben mit 3 Toren wegzuziehen von Fortuna Neubrandenburg. Und da sind einige Fans mitgefahren hier nach Schwerin. Auch Schwerin mit dieser 5-1-Formation. Und das war ein klasse Wurf gestellt und dann der Sprungwurf von Anne Weyer. 3:0 für Fortuna Neubrandenburg. Und wieder Jennifer Kriegsmann und sie scheitert auch zum dritten Mal von der Außenseite. Das war gut gedacht. Fuß nicht gepfiffen. Die Spielerin wollte den Ball dann aber zurückgeben. Und das Spiel geht weiter, weil die Schiedsrichter hatten nicht gepfiffen. Und die Möglichkeit für Grün-Weiß-Schwerin über Lisa Maria Menkel. Aber sie nutzt die Chance nicht auf der Gegenseite. Ebenfalls die große Chance für Laura Lucius. Und so Glück für Grün-Weiß-Schwerin im doppelten Sinne. Und jetzt Saskia Hade mit dem 1:3. Wichtig, um hier ins Spiel zu kommen für Grün-Weiß-Schwerin. Hast gut gedacht, aber auch gut verteidigt von Grün-Weiß-Schwerin. Kurzer Doppelpass und da setzt sie sich am Kreis durch und es gibt den 7 Meter. Anne Weyer wird ihn ausführen und sicher ins obere linke Eck. Ihr dritter Treffer, 4:1. Und auch hier gibt es jetzt den 7 Meter. Und der Menkel scheitert. Bei dem 7 Meter, es bleibt beim 1:4. Und Anne Weyer scheitert da an Sina Güdokalt und das haben sie schön ausgespielt. Und Sina Güdokalt hat erneut einen Fuß am Ball. Das ist Kreisanspiel. Und auch jetzt hat Sina Güdokalt da den Ball. Aber es bringt ihr nichts, denn es gibt 7 Meter. Und wieder sicher verwandelt von Anne Weyer
Diesmal ins rechte obere Eck. Zweiter 7 Meter, zweiter Treffer. Ihr vierter insgesamt. 1:5. Und dann Brandenburg sehr offensiv in der Deckung. Und Schwerin tut sich da sehr schwer mit. Jetzt geht sie mal durch. Natürlich Schrittfehler. Das war zumindest ein Versuch, Saskia Harder. Da ist der Ball drinne von Harder, aber in den Kreis getreten. Da hat sie sich schön die Lücke genommen und jetzt gibt es den 7 Meter. Annemarie Rahn. Und Kriegsmann geht jetzt zum 7 Meter Punkt. Und sie verwandelt zum 2:5. Stopp. Und jetzt gibt es eine gelbe Karte. Durch den Anwurfkreis gelaufen, den Anwurf behindert und deshalb wegen Spielbehinderung, Zeitspiel oder wie man das auch immer nennen möchte. Dann die gelbe Karte und der Wurf war sehr unmotiviert und schlecht vorbereitet. Beide übers Tor. Die Möglichkeit für Grün-Weiß hier wieder ins Spiel zu kommen. Schlechtes Anspiel. Und drei zwischen. Deutlich besser jetzt. Gefangen. Und jetzt gibt es 7 Meter. Erneut. Und es gibt auch direkt die gelbe Karte hinterher. Gegen Anna Breuer. Und in 7 Meter erneut ausgeführt von Jennifer Kriegsmann. Und auch diesmal ist er drin. Der zweite von 3:7 Metern. Verwandelt. Und weil er scheitert, kriegt aber den Freiwurf. Er wusste nicht direkt wohin, sucht noch den Abschluss, aber kommt zumindest den Freiwurf und wiedergestellt. Aber es war schlecht genommen, nicht richtig abgesprungen, in den Block gesprungen und Kriegsmann scheitert und Stemmer lässt den Ball fallen. Da konnte er auf für Brandenburg, auch da kriegt er den Ball nicht richtig gefangen. Das ist der lange Pass. Von Güdo Kai, dann der Deck.